Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute beschäftigen wir uns mit den Neuerscheinungen für den August 2022. Ich kann euch sagen, Halleluja, kommen da gute Bücher raus. Oder zumindest glaube ich, dass sie gut sind, weil ich kenne sie ja noch nicht. Aber wow, ich habe geguckt, was so rauskommt und ich bin wirklich total begeistert. Also der August, wow, der wird ein teurer Monat. Also ich sehe das schon kommen. Da werden einige Bücher bei mir einziehen, wenn es der Geldbeutel erlaubt. Ich bin super gespannt, welche Neuerscheinungen ihr auf der Liste habt. Welche Bücher wollt ihr denn unbedingt lesen? Es sprechen euch irgendwie die Bücher, die ich euch vorstelle, an? Oder habt ihr noch den ultimativen Tipp, den ich jetzt vergessen habe? Deswegen, ja, schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern wir legen los mit den Neuerscheinungen. Das erste Buch, welches ich euch vorstellen möchte, nennt sich Das Sound Alex Nachtleuchten und zwar geschrieben von Anne Lück, erscheint im Knauer Verlag und zwar am 1. August 2022 als Paperback für 12,99 Euro und es geht um ein Krankenhaus. Es geht um Samira, die auf der Palliativstation für Kinder in eben diesem St. Alex Krankenhaus arbeitet. Und sie hat einfach keine Zeit für die Liebe, weil sie macht meistens Nachtschichten, um dann tagsüber für ihre Familie da zu sein. Denn sie hat drei jüngere Brüder, um die sie sich kümmern muss, weil ihre Mutter offenbar nicht in der Lage ist, ihren Job zu machen. Und dann gibt es noch einen jungen Arzt, und zwar nennt sich der Louis. Und Louis ist komplettes Gegenteil von ihr. Denn während sie Nachtschichten macht, um tagsüber für die Familie da zu sein, macht er lieber Tagschichten, um abends dann noch in die Stadt zu gehen, in Bars zu gehen und in Clubs zu gehen. Und ja, so einen Typen kann sie echt überhaupt nicht in ihrem Leben gebrauchen. Aber als sie dann gemeinsam eine Nachtschicht machen, kommen sie einen Fall auf die Spur, der mit einer jungen Patientin zu tun hat. Und sie kommen sich dabei auch näher. Total coole Idee. Cooles Setting, ich hab Bock drauf. Krankenhausgeschichten habe ich jetzt so auch noch nicht sehr viele im Regal. Ich glaube, das Buch von Ava Reed, das neue, das spielt ja auch auf spielt ja auch im Krankenhaus oder so, ja. Aber das hier spielt in Berlin, ein deutsches Krankenhaus und ich kenne jetzt noch nichts von Anne Lück, aber vom Klappentext her habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also das Buch, das zieht auf jeden Fall bei mir ein. Also ich kann es mir tatsächlich nicht anders vorstellen. Und ich glaube, es wird auch einen zweiten Band geben. Also es wird eine Dilogie, weiß aber jetzt nicht, ob die beiden Bände zusammenhängen. Das nächste Buch erscheint ebenfalls im Knauer Verlag am 1. August für 12,99 Euro als Paperback. Und zwar ist die Rede von With You, I Hope von Justine Pust. Und das ist der zweite Band. Im ersten Band ging es irgendwie um die Schwester und jetzt geht es irgendwie, ja, wie auch immer. Also die Bücher hängen schon irgendwie zusammen, ja. Also ich bin mir sicher, dass dann Nebenfiguren wieder auftauchen, aber vom Klappentext her, also es geht nicht um die gleichen, es ist keine fortlaufende Geschichte, das möchte ich sagen. Es geht um Megan und Megan ist, adoptiert scheinbar. Also sie liebt ihre Familie und auch ihre Adoptivschwester total, aber sie möchte ihre leiblichen Eltern finden. Und deswegen ja, hat sie auch schon mal die Spuren ihrer Eltern verfolgt und ist dann nach Belmont Bay gekommen. Das ist so ein kleiner Ort, eine idyllische kleine Stadt und die hat sie sich total verliebt, weil sie sich dort einfach ihren Wurzeln näher fühlt. Und dann kommt Leo nach Belmont Bay und er ist irgendwie ihre Chance, das Geheimnis um ihre Eltern zu lüften. Und sie stellen einfach Nachforschungen an und es treten ein paar Konflikte auf zwischen den beiden. Aber ja, irgendwie finden die beiden sich dann doch ganz toll. Und ja, ich habe Band 1 nicht gelesen tatsächlich. Wollte ich unbedingt, habe ich aber nicht. Habe das Buch auch nicht. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Positives über den ersten Band gehört. Und deswegen hätte ich rein theoretisch schon Interesse,
mir jetzt auch Band 2 anzugucken. Finde auch tatsächlich, dass der Klappentext jetzt nicht total weltbewegend klingt, dass das jetzt irgendwas total Neues ist, aber er klingt auf jeden Fall so interessant, dass ich mir das auf jeden Fall näher anschauen möchte. Dann ein Fantasy-Titel und zwar Aurora, das Flüstern der Schatten. Das ist Band 1 von einer Dilogie. Ich glaube, es wird eine Dilogie, könnte auch ein Dreiteiler werden, weiß ich jetzt nicht. Erscheint auf jeden Fall am 10. August 2022 und zwar im CBT Verlag. Ist geschrieben von Caroline Birkmann. Jetzt habe ich mich aber fast versprochen. Und zwar wird das Buch 13 Euro als Taschenbuch kosten. Die Geschichte spielt in Hanswall und Hanswall ist irgendwie zerrissen, denn tagsüber herrscht die Gottheit des Lichts und nachts herrscht dann der gefürchtete Dämon. Und Aurora will losziehen, um den Herr der Käfer Einhalt zu gebieten. Und irgendwie weiß sie, das ist eine unlösbare Aufgabe, trotzdem ist sie bereit, alles zu opfern, ihr Leben und sogar ihre große Liebe. Ja, was sie zu dem Zeitpunkt allerdings nicht ahnt, ist, dass sie ein paar Stunden nach ihrem Vorhaben auf einem Boot aufwacht, ohne jegliche Erinnerung. Und zwar wacht sie auf dem Boot von Cass auf, der seine Identität verbirgt. Ja, und ehe sich die beiden versehen, sind sie in einem Kampf zwischen Intrigen und Verrat gefangen und sie müssen sich dann letztendlich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Auf der Seite des Lichts oder der Dunkelheit. Ja, und ich muss sagen, ganz ehrlich, das Cover hat mich als erstes so angemacht. Der Herr der Käfer? Also irgendwie finde ich, das klingt sehr skurril und sehr interessant. Deswegen, ich habe auf jeden Fall total Bock auf dieses Buch, muss ich wirklich mal so sagen. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch nichts gelesen, aber meines Wissens nach ist das tatsächlich auch eine deutsche Autorin. Und Fantasy geht ja tatsächlich immer. Und deswegen, ja, also das Buch, also das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Buch nicht bei mir einzieht. Und ja. Ich finde den Klappentext auch einfach echt überzeugend. Weiter geht's mit Lore. Die Spiele haben begonnen. Und zwar geschrieben von Alexandra Bracken. Das Buch erscheint am 11. August als gebundene Ausgabe für 22 Euro im Arena Verlag. Und ist, glaube ich, ein Auftakt einer Reihe oder ein Einzelband. Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Ich lasse mich überraschen. Es geht um Lore. Und Lore versucht einfach nur normal zu sein und zu vergessen, dass sie eigentlich ausgebildet wurde, um griechische Götter zu töten oder zu jagen. Und ja, jetzt steht bald die nächste Jagd bevor und jemand sucht ihre Hilfe, nämlich Athene. Athene bietet Lore dann ein Bündnis an, damit sie sich irgendwie zusammentun gegen Ares, der vor Jahren Lores Familie getötet hat, ermordet hat. Und der wird immer mächtiger mit der Zeit. Und ja, sie bietet ihr das halt eben an. Und somit ist Lore dann 7 Tage menschlich bzw. sterblich und möchte eben Rache für ihre Familie üben und ist dieser Möglichkeit total nah, eben durch diese Sterblichkeit. Die Frage ist aber, reicht dieses Bündnis mit Athene aus, um Ares aufzuhalten? Bei dem Buch bin ich mir tatsächlich ziemlich unsicher. Also so griechische Götter und so weiter finde ich tatsächlich ziemlich cool. Da habe ich ja jetzt auch schon ein paar Bücher in die Richtung gelesen, ja. Und irgendwie klingt das auch verdammt verlockend. Aber auf der anderen Seite kann ich mir darunter einfach noch nicht so viel vorstellen. Deswegen würde ich da tatsächlich auch erstmal auf Stimmen warten, Rezensionen lesen und dann entscheiden, ob das Buch etwas für mich ist oder halt nicht. Ich bin, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Dann möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass der zweite Teil von Cursed Worlds aus dem Moonouts Verlag von Rena Fischer erscheinen wird. Und zwar als Paperback für 15 Euro am 12. August. Und hier, das ist ein Fantasy-Auftakt, das ist eine Dilogie. Ich kann euch den Inhalt zum zweiten Band nicht sagen. Aber wie gesagt, im ersten Teil geht es um zwei Geschwister, die irgendwie herausfinden wollen, ja, was mit ihren Eltern und ihrer Familie so passiert ist. Und dann kommen sie einem, ja, magischen Geheimnis auf die Spur. Und ich bin super gespannt. Band 1 ist schon bei mir eingezogen. Den möchte ich auf jeden Fall lesen.
Und wenn der mir gefallen hat, dann natürlich auch Band 2. Ein Buch, was ich super spannend finde, ist Vega, Der Wind in meinen Händen. Das ist Band 1 einer Reihe scheinbar, geschrieben von Marion Perko. Und das erscheint als gebundene Ausgabe für 18 Euro und zwar im Insel Verlag. Noch nie davon gehört tatsächlich, aber das Buch klingt so gut. Denn es ist eine Dystopie und die Geschichte spielt in Deutschland 2052. Und die Menschen leiden unter heißen, trockenen Sommer und unter Wasserknappheit. Und es geht um Vega, die eben als Wettermacherin arbeitet und somit die Wolken beeinflusst und sie regnen lässt. Allerdings hütet sie ein Geheimnis, denn im Gegensatz zu ihren Kollegen, die so Chemikalien und Drohnen dazu benutzen, hat Vega eine Kraft in sich, in ihren Gedanken, die den Wind und Regen rufen kann durch ihre Gedanken, irgendwie so. Und als dann bei einem Wetterunfall Kinder verletzt werden, wird Vega zur Zielscheibe. Die Frage ist, wie soll sie denn ihre Unschuld beweisen, wenn niemand von ihrer Gabe erfahren darf? Und dann erhält sie unerwartet Hilfe von Leo, einem jungen Wissenschaftler, der das Wesen von Stürmen erforscht. Und auf der Suche nach Antworten gerät Vega dann in ein Netz aus einflussreichen Umweltbehörden und Aktivisten und Konzernen. Und da ist dann die Frage, wem kann sie da eigentlich noch trauen und wie kann sie die Menschen schützen, die sie liebt? Und um Gottes Willen, ich finde, das klingt so cool, das klingt so episch, das klingt so nach einer genialen Dystopie mit Fantasy-Elementen, auf die ich so richtig hart Bock habe. Also, falls ihr das Buch noch nicht auf dem Schirm habt, notiert es euch. Es erscheint am 15. August. Dann erscheint ein zweiter Band, und zwar The Secrets We Share von Olivia Dade im KISS Verlag am 16. August als Paperback für 14 Euro. Das ist der zweite Band einer Reihe, aber es geht hier um andere Protagonisten. Es geht um Alexander. Und er ist da von einer sehr erfolgreichen Serie, aber er ist super unglücklich. Er könnte total glücklich sein, er ist berühmt und reich und er würde jederzeit einen neuen Job kriegen und so weiter als Schauspieler eben, aber er ist so unzufrieden mit der letzten Staffel dieser Serie, wo er mitgespielt hat, weil es ein Verrat an den Fans ist. Und außerdem wurde da eine toxische Beziehung verfilmt und verharmlost und die weckt auch noch Dämonen in ihm, die er ganz tief vergraben hat. Und als er dann einen Skandal durch sein ADHS verursacht, bekommt er von den Produzenten eine Aufpasserin zur Seite gestellt. Ja, und Lauren ist eben diese Aufpasserin und sie ist halt einfach irgendwie so schüchtern, in sich gekehrt, sehr ernst und aber halt auch faszinierend und er schwört sich, hinter die Fassade blicken zu können und diese Distanziertheit zu durchbrechen. Und dass sie dann herausfindet, dass er unter einem Pseudonym höchst unanständige Fanfictions schreibt, war allerdings nicht geplant. Ja, also wir haben hier wieder das gleiche Thema wie im ersten Band. Wir haben wieder diese Serie Gods of the Gates. Wir haben Fanfictions, wir haben einen berühmten Schauspieler und scheinbar ein Mauerblümchen. Ja? Also vom Prinzip her relativ dasselbe wie Band 1. Deswegen bin ich auch hier grundsätzlich von der Idee her tatsächlich angetan. Ich finde dieses mit dem ADHS so im Nebensatz so reingeknallt, im Klappentext so ein bisschen unglücklich. Aber nichtsdestotrotz, ich bin super interessiert dran. Trotzdem, die Idee ist gut und auch die vom ersten Band war gut. Auch wenn mir der erste Band nicht so zugesagt hat. Ich würde aber tatsächlich Band 2 nochmal eine Chance geben. Dann erscheint Still Wanting You, das ist Band 2 von Valentina Fast am 17. August 2022 im DTV Verlag für 13,95 Euro als Paperback. Es geht um Amber, die nach der Trennung von ihrem Freund ihr Leben absolut umkrempelt. Sie stürzt sich mit ihren Pflegegeschwistern in eine
Renovierung von einem alten Hotel und sucht sich dann auch noch einen weiteren Job. Also sie macht alles total anders wie vorher. Und als sie dann eben einen Job annimmt, läuft sie dann Brian in die Arme. Und Brian, der war ihr letztes Date. Und dieses Date war so schlimm, also das Schlimmste in ihrem Leben. Aber wer weiß, vielleicht... Ja, doch nicht? Ja, also der erste Band, den habe ich ja schon gelesen und der hat mir wirklich gut gefallen. Der hatte zwar so, ja, kleinere Schwächen, aber ich mochte Amber als Nebenfigur tatsächlich sehr gerne. Und deswegen kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass mir der zweite Band genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser gefallen wird. Und dieses Buch möchte ich auf jeden Fall lesen. Dann erscheint am 23. August... von Pham Sharpa der zweite Band, und zwar Catching Up with the Carters in Your Words, Entschuldigung, und zwar als Paperback für 14 Euro. Und ja, wie gesagt, das ist der zweite Band einer Trilogie und in jedem Band geht es um jemand anderen. Es geht um den jungen Mann Hadrian und Hadrian, ja, ist auch mit Partie von der TV-Show Catching Up with the Carters und er ist da irgendwie reingewachsen, mit der Serie aufgewachsen und um die Einschaltquoten ja in die Höhe zu treiben, tut seine Mutter wirklich alles und jetzt verlangt sie aber etwas von ihm, was ihn droht zu zerstören. Er will endlich ein selbstbestimmtes Leben führen und das Einzige, was ihm einfällt, um das zu erreichen, ist einfach unterzutauchen. Aber da gibt es eine Journalistin, nämlich Alice, und die heftet sich an seine Fersen. Und als die beiden dann, ja, Textnachrichten austauschen, ja, passiert da was zwischen den beiden. Bei ihr fühlt er sich einfach wie noch nie, einfach absolut frei. Und die Frage ist halt jetzt, kann er ihr vertrauen oder wird sie ja seine Gefühle missbrauchen für eine gute Story? Und ja, ich bin super gespannt. Ich lese gerade Band 1. Der gefällt mir vom Schreibstil her wirklich gut. Ich bin aber auch noch nicht so weit, dass ich das jetzt wirklich abschließend beurteilen könnte. Aber auch dieses Buch möchte ich unbedingt lesen. Ebenfalls in Mira Taschenbuch erscheinen wird der vierte Band von New Hope. Und zwar Das Funkeln der Sehnsucht. Es erscheint am 23. August als Paperback für 12,99 und ist von Rose Bloom geschrieben. Es geht um Jackson, der ja abgehauen ist von New Hope. Er möchte nie wieder nach New Hope zurück. Er hat ein Leben sich aufgebaut und er... ja, arbeitet als Unfallchirurg. Doch dann vermacht ihm seine schrullige Tante, bei der er aufgewachsen ist, ja, eine kleine Pension und er muss wieder zurück nach New Hope. Er will die Angelegenheit einfach ganz schnell, ja, abwickeln und dann wieder nach Hause und ja, sofort als er dort angekommen ist, überfallen ihn einfach total viele Erinnerungen an die Highschool-Zeit und irgendwie dieses Gefühl, nirgendwo dazu zu gehören. Und dann trifft er auch noch auf seine Jugendliebe Cassie. Und die hat ihn damals total schwer verletzt, aber sie ist halt eben jetzt auch die einzige Maklerin weit und breit. Ich liebe die New Hope-Reihe. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe. Und ich freue mich unheimlich. Das mit dieser Pension, das wurde jetzt so im Band 3 auch so ein bisschen angeteasert. Und Cassie, diese Maklerin, die kam jetzt auch immer mal wieder vor. Und ich bin super neugierig, wie das jetzt werden wird, weil man von den beiden Charakteren wirklich noch am wenigsten weiß. Und ja, also ich bin super gespannt drauf. Ich werde das Buch auf jeden Fall lesen. Also da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das ist auf jeden Fall schon in Stein gemeißelt. Dann erscheint ein Buch, worauf ich mich so sehr freue. Und zwar Aurora Erleuchtet, Band 3 von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Das erscheint am 31. August 2022. Es ist der dritte Teil. Er erscheint im Sauerländer Fischer Verlag und zwar als Paperback für 16 Euro. Und ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, um was es jetzt in diesem Band geht. Es geht prinzipiell um Aurora, die 200 Jahre lang auf einem Siedlerschiff lag in einem Kryptoschlaf
und es geht um eine Space Academy, wo Tyler seine Ausbildung absolviert hat. Und er findet Aurora und bildet dann ein Team aus Losern und Versagern und die fliegen dann, wie gesagt, durchs Weltall und irgendwie sind sie jetzt dann die einzigen, die einen Krieg verhindern können. Und das ist natürlich Sci-Fi, klar, logisch, aber so coole Sci-Fi. Ich habe noch nie Sci-Fi vorher gelesen, aber diese Reihe hat es mir wirklich total angetan und ich freue mich so sehr auf Band 3. Ich muss einfach wissen, wie diese Geschichte endet. Ich liebe diese Reihe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin so hibbelig. Wann ist bitte schön der 31. August? Dann erscheint von Anna Benning Dark Sigils. Sigils? Ich bin mir nicht sicher. Was die Magie verlangt. Das ist Band 1 und es erscheint im KJB Verlag. Es ist auch eine Untergruppe vom Fischer Verlag. Und zwar als gebundenes Buch für 19 Euro. Und von der Autorin müsste meines Wissens nach die Vortex-Reihe sein. Die habe ich aber leider auch noch nicht gelesen. Und zwar geht es um Ryan. Und ja, sie weiß, dass Magie düster und gefährlich ist. Auch wenn man sagte früher, dass Magie nur in Träumen existiert und geheimnisvoll ist und Wunder vollbringen kann. Ryan weiß es besser, denn ja, Magie ist wirklich gefährlich. Und trotzdem ist es die einzige Chance für sie, in einem armen Viertel in London zu überleben. Mittels besonderer Artefakte, nämlich diesen Sigils, hat sie gelernt, die blau schimmernde Flüssigkeit zu nutzen und mit ihr zu kämpfen. Doch als dann die Magie außer Kontrolle gerät, kann ihr nur ein einziger Junge helfen. Denn dieser Junge herrscht über die mächtigsten Sigils der Welt und stellt sie dann auch vor die Wahl. Entweder die Magie in Ryans Adern wird sie töten oder sie bindet ihr Leben an die Dark Sigils. Und das für immer. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, weiß aber, dass diese Vortex-Reihe so gehypt wird und so geliebt wird von so vielen Leuten, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass mir das Buch nicht gefallen wird. Das wird vermutlich früher oder später auf jeden Fall bei mir einziehen. Das wird es auch in der ersten Auflage mit farbigem Buchschnitt geben. Ich bin total gespannt, aber ich warte da auch erstmal auf Meinungen. Ja, und tatsächlich könnte ich euch jetzt auch noch zwei Lux-Neuerscheinungen zeigen, die ich zwar prinzipiell interessant finde, aber die ich letztendlich nicht kaufen werde. Zumindest nicht sofort, nicht zwangsläufig. Und ich möchte sie jetzt nur ganz kurz am Rande erwähnen. Und zwar, es wird ein neues Buch von Emma Scott geben. Und zwar The Girl in the Love Song. Und zwar ist das eine neue Reihe, die startet. Und zwar am 26. August im Lux Verlag, eben für 14 Euro als Paperback. Und ich bin einfach momentan nicht so auf diesen Emma Scott, Brittany C. Sherry, Tilly Cole Trip, alles was so emotionale Geschichten sind, da halte ich mich momentan fern. Und das andere Buch ist von Ava Reed, ich wollte schon Anna Savas sagen, aber nein, Ava Reed, und zwar das Whitestone Hospital Drowning Souls, das ist der zweite Teil, das war jetzt irgendwie schwierig auszusprechen, was weiß ich. Auf jeden Fall erscheint es am 26. August 2022 im Lux Verlag für 12,90 Euro als Paperback. Und das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich glaube, es werden insgesamt 4. Und ich habe Band 1 noch nicht gelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dieses Buch kaufen werde oder nicht. Weil ich habe erst letztens Bücher von Ava Reed aussortiert. Einfach weil, ja, ich kann das noch nicht so ganz greifen, aber dieses andere Buch von Ava Reed, also den ersten Teil von diesem Whitestone Hospital, möchte ich lesen. Und je nachdem wird dann dieses Buch einziehen oder nicht. So, das war jetzt nur ganz kurz nochmal diese zwei Lux-Bücher. Ich wollte sie erwähnen, weil ich weiß, dass ganz viele Leute diese Bücher bestimmt mögen werden und kaufen werden. Aber ich bin da momentan sehr zurückhaltend, was diese Lux-Bücher angeht. Mal gucken, wie das sich jetzt in der Zeit noch entwickeln wird. Und das war es jetzt auch mit den Neuerscheinungen, ja, für den August 2022. Ich finde, es kommen wirklich unsagbar tolle Titel raus. Ich bin wirklich gespannt, welche Bücher dann letztendlich bei mir einziehen werden und welche nicht. Und das war es jetzt von diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Zeit. Macht's gut und bis bald.